dass ihr jetzt quasi, oder einige von euch gucken ja schon fast ein Jahr meine Videos. Ich habe ja noch gesagt, bei dem 100 Abonnenten-Video, dass ich ja quasi noch was verlosen will. Starten wir mal heute hier im wunderschönen Puttberg. Ja, guten Tacho, Leute. Jetzt heute, okay, für mich jetzt heute nicht, aber nicht heute der Tag, wo ich das Video aufnehme, aber dann, wo ich das Video hochlade, ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar genau vor einem Jahr, am 30.09. habe ich meinen ersten Motovlog hochgeladen. Sprich, das ist jetzt heute hier mein einjähriges. Glückwunsch! Mein einjähriges Bestehen meines Babys auf YouTube mit dem Kanal Scopedius. Krass, so schnell geht die Zeit vorbei. Was habe ich denn jetzt schon alles? Ich glaube, ich habe knapp 40 Videos oder so schon hochgeladen und habe jetzt 132 Abonnenten, zumindest zu dem Stand jetzt heute, wo ich das Video drehe. Ach, mein Publikum ist doch größer als ProSieben. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter in 2-3 Wochen ist, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nutzt ihr das jetzt aus hier. Wir haben noch mal 15 Grad. Letzte Woche war die Woche, wo so schön war. Die Woche nach dem Eischaos quasi, wo wir echt 2 Tage fast 20 Grad oder einen Tag hat man sogar 20 Grad hier. Ja Leute, ich bin stolz darauf, dass ich erstmal überhaupt so viele Videos schon gemacht habe und dass ich ein Jahr schon jetzt quasi im YouTube-Game dabei bin, kann man so sagen. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Ich habe ja auch einige Sachen schon erlebt und ist ja, anfangs war das schon sehr schwer, oder heißt schwer, sehr ungewohnt für mich. Habe ich, glaube ich, ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, so in den Helm für sich alleine zu quatschen. Und jetzt, ein Jahr später, ist das schon völlig normal für mich geworden. So, mir fällt das gar nicht mehr schwer, ja, so zu reden und auch, ich sag jetzt mal, auch die Nachbearbeitung nachher ist auch nicht mehr so eigenartig, wie es dann mal am Anfang war. Und, ja, okay, war zwar sinnlos, aber hat sich trotzdem gelohnt. Irgendwie hat das auch ein bisschen was mit einem gemacht, also mit mir persönlich, dieses, ja, die ganze Motovlog-Geschichte. Und zwar, ja, ich habe das Gefühl, dass ich was offener geworden bin. Ich sag mal, ist sowieso zu der Zeit, wo ich vor einem Jahr mit dem Motovlogs angefangen habe, war eigentlich eine ziemlich schwere Zeit für mich oder für meine ganze Familie allgemein. Nicht nur, dass Corona da war, sondern natürlich auch was anderes passiert. Habe ich schon mal erwähnt, ist da jetzt, spielt ja jetzt auch keine große Rolle. Und irgendwie, da man sowieso dann nicht viel machen konnte und ja, die Corona-Zeit auch immer noch nicht vorbei ist, ist das so ein Prozess gewesen, oder der findet eigentlich immer noch statt, indem man trotz alledem mit Menschen in Kontakt steht. Ich bin noch eigentlich so, ich bin eigentlich jemand, der mag Menschen eigentlich gar nicht so. Also ich kann das überhaupt nicht haben, wenn jetzt so viele Menschen um mich drum sind und irgendwas von einem wollen. Aber jetzt, da man ja sowieso grundsätzlich mit kaum irgendwie in Kontakt treten darf, also persönlich, finde ich den Kontakt, der über Instagram und per YouTube mit euch da draußen quasi stattfindet. Und mittlerweile sind ja wirklich schon einige da, wo auch Austausch stattfindet. Sei es von euch Followern, die mir unter meinen Videos schreiben. Sei es andere YouTube-Kollegen, Motovlog-Kollegen, die ich mittlerweile kennengelernt habe. Da wären The Gigsapad, mit dem bin ich regelmäßig immer dran. Und Grüße gehen raus. Der hat ja auch schon einen etwas größeren Kanal als ich und ist im Osten stark unterwegs. Ich hoffe, dass dein rostiges Dach bald wieder dicht ist, mein Freund. ja, er weiß schon, was gemeint ist. Ja, dann wäre da Brab Kalan, der mit seiner Harley super geile Videos macht. Mit denen stehe ich auch regelmäßig in Kontakt. Da wäre Tourensohn, der auch frisch deinen Kanal aufgemacht hat, eine schöne Harley fährt und super entspannte Videos macht und da smooth durch seine Gegend fährt, da Richtung Paderborn ist das. Und Wer wäre denn da noch? Mit wem habe ich denn noch? Ja, dann gibt es ja noch einen neueren, Stroy nennt er sich, auch so ein
hat sie auch jetzt irgendwie eine schöne große Harley gekauft, hat glaube ich vorher auch eine Sportster gefahren, meine ich in Erinnerung zu haben. Und ja, irgendwie tendieren die Leute, mit denen ich so im Kontakt stehe, mehr zu Harley. Ich glaube, das kommt daher, weil ich jetzt in diesem einem YouTube-Jahr das erste Mal in meinem Leben Harley gefahren bin und darüber natürlich auch, also für mich persönlich ist das ein Video-Highlight schon, weil da bin ich ja richtig aus mir rausgekommen. Ich habe ja Emotionen gezeigt, also das war fantastisch. Fantastisch! Ja, und dadurch ist natürlich dann auch gekommen, dass ich mir jetzt auch wieder eine Shopper gekauft habe und die so langsam um- und aufbaue. Ich denke mal, diejenigen von euch, die meine Videos verfolgen, ja, die wissen, wovon ich rede. Ich habe mir eine VN1500 gekauft, auch gebaut in Amerika. Ach, und da sind sogar auch Harley-Teile dran, aber die zwei Zusatzscheinwerfer sind von Harley-Davidson. Na gut, irgendwas muss man sich ja leisten können von Harley, ne? Motorräder sind lebende Kunstwerke und die darf man nicht so verschandeln, dass sie aussehen wie eine Schiebkarre. Ja, und dann bin ich jetzt auch noch ins Motovlog-Forum reingerutscht und auch da habe ich schon jemanden kennengelernt, zum Beispiel GT Matze. Der hat sogar meinen ersten Livestream, den ich vor ein paar Wochen testweise gemacht habe, hat das verfolgt und hat auch mit mir interagiert da und da fand ich richtig klasse. Und der hat ja auch schon einen etwas größeren Kanal und ich denke mal, dass sich da auch das ein oder andere vielleicht auch entwickeln wird. Vielleicht sogar auch ein Dual-Moto-Vlog und da bin ich ja richtig heiß drauf. Da gucke ich ja gerade, wie ich dann mein Setup so umbauen kann, dass das möglich ist. Ja, so viel dazu. Vielleicht ergibt sich ja auch was mit dem einen oder anderen. Vielleicht fahre ich auch mal Richtung Paderborn oder so. Wir hatten ja schon mal etwas drüber gesprochen. Irgendwann, wenn dann auch meine Harley-Kopie fertig ist, dann fahre ich mal vielleicht zum Tourensohn oder so. Also da hat man schon mal so leichte Gedanken gehabt. Du fängst an zu onanieren? Ja, werden wir mal sehen, was draus wird. Man muss halt schauen, wie das alles zeitlich immer so passt. Aber mittlerweile ist das schon echt so, dass ich mir auch schon gewisse Pläne für meinen YouTube-Kanal mache, dass ich schon plane, etwas also zu bestimmten Zeiten zu machen und so. Ist ja schon tatsächlich so, dass ich mir auch Gedanken drüber mache und nicht mehr so einfach drauf los. Ja, sobald schönes Wetter ist, kommen die Leute wieder raus hier in Rheinberg, ne? Also ja, überall ist ja egal, aber bin ja halt meistens so in Rheinberg unterwegs. Und ja, ich habe ja auch das erste Mal einen Abonnenten getroffen. Das habe ich ja in einem der letzten Videos oder da, wo ich zu Gast bei den Querdenkern war, wo ich da mal spontan vorbeigefahren bin, habe ich das quasi dann noch zwischengepackt. Eigentlich, ja, sind zwei Sachen, die da eigentlich schade waren. Und zwar, in dem Video ging es sich halt mehr um, ja, der ganze Corona-Kram und Querdenker und wie die halt so sind und, ja, was die so vom Stapel lassen. Und dann habe ich natürlich viel darüber gequatscht und dazwischen, also das war natürlich auch bei dem Videodreh, hat sich das so spontan ergeben, über Instagram so ein bisschen hin und her geschrieben, habe ich mich mit ihm getroffen und leider hat meine Technik versagt. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, die Zusatzakkus da, die Drittanbieter-Akkus, die sind einfach scheiße. Ach Mann, jetzt schmiert das von unten. Ich geb den Ding. So. Und leider habe ich davon kein Bildmaterial, aber das holen wir nach. Und habe ich den Jungen auch versprochen und der fand das auch super. Und ja, aber das ganze YouTube-Dingen ist schon so für mich. Also für mich ist das ein Erfolg. Ich weiß, andere, die gehen in einem Jahr deutlich, deutlich steiler von Abonnentenzahlen und so weiter. Und vielleicht, YouTube hat ja auch einen Algorithmus. Dann mache ich jetzt persönlich auch nicht gerade viel Werbung. Also ich habe auch gesehen, dass sehr, sehr viele unter anderem Motovlogger in den Kommentaren viel Werbung machen. Das mache ich zum Beispiel ja fast gar nicht. Ja, also so bewusst jetzt zu sagen, hey, kommt bei mir gucken, das habe ich noch nie gemacht. Was ich schon mal gemacht habe, wenn es sich dann zum Beispiel jetzt um meine Kawasaki VN ging und blabliblub, wenn ich da auch schon mal nach technischen Videos gesucht habe, dann habe ich schon mal sowas geschrieben wie, ja, ich baue das auch auf und nehme das auch Video auf und blablabla, sowas in der Art. Oder, aber ich bin jetzt nicht derjenige, ey, yo, ich mache auch Motovlogs, schaut bei mir vorbei. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, vielleicht sollte ich das mal tun, ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich da bis jetzt immer so, es hat irgendwie so eine Grenze gewesen, das nicht zu tun. Ja, sind auch einige Ansichten bei mir, die sich so ein bisschen auch verändert haben. Und ich weiß noch ganz, ganz, ganz früher, ach, das war 2013 oder so, da habe ich so die ersten Motovlogs verfolgt. Der erste Motovlogger, den ich wirklich aktiv geguckt habe, ja, war mein Namensvetter, Marc, der Motovlogger.
Der macht heute leider nicht mehr so viele Videos, ist so ein bisschen, ich sag mal, jetzt nicht in Ruhestand gegangen. Der hat ja sein Comeback letztes Jahr gehabt, aber irgendwie ist der so ein bisschen, ja, gemütlicher geworden. Aber wenn der ein Video rausbringt, dann weiß ich, das war so irgendwie so die ersten Kontaktpunkte so für mich mit Motorvlogs. So, ich kannte das früher halt immer nur, ja, ich kannte schon, also es fing ja da schon an, dass alle irgendwie Influencer wurden und YouTuber wurden und all so ein Kram und, aber, ja, so wie man das heute so alles kennt. Und damals habe ich da immer alles so verteufelt. Ich so, warum machen die so einen Scheiß, ne? Das interessiert mich, den Scheiß. Und dass man mal so ein Motorradvideo hochlädt, wie sich eins anhört und so halt so Action-Sachen sozusagen. Danach hat man ja immer geguckt, auch früher schon so, ne? Sachen, die einen interessieren. Und dann kam halt so, dass man dann zufällig auf die ganzen, die wenigen Motovlogger, die es damals halt gab, so gestoßen ist. Und das war dann mein erster Punkt. Da sagte ich mir, ja, das könnte man vielleicht auch mal machen. So, dann hatte ich aber die Zeit nicht dafür. Ich hatte damals noch keine Actioncam. Dann habe ich mir aber damals die erste Beast Vision gekauft. Ja, die schwimmt jetzt irgendwo im Kap Verden im Meer. Ja, da hatte ich dann die ersten, den ersten Gedanken, Motovlog zu machen. Ist aber trotzdem nicht dazu gekommen, weil hat das alles zeitlich nicht gepasst. Man war jedes Wochenende unterwegs und dann habe ich damals noch in Strahlen gewohnt. Wenn ich dann mal frei hatte, bin ich dann nach Rheinberg gefahren. Habe ich ja dann damals 2015 meine neue Lebensgefährtin und zukünftige Frau kennengelernt. Und ja, so, da hat man dann natürlich anderes im Kopf, ne? Und ich hatte damals auch mehr noch den Drang, mit der Fotografie anzufangen. Das hatte ich schon seit Jahren, nur war ich mir irgendwie zu gorrig dafür, ja, damals, sag ich jetzt mal, 500, 600 Euro eine Kamera zu kaufen. Aber das hat sich dann auch alles entwickelt und so, ja, habe ich da meine erste Kamera geschenkt bekommen von meiner Frau, die Nikon D3300. Und dann fing das alles an, habe ich mich mit der Fotografie komplett auseinandergesetzt. Und ich habe immer dann irgendwann immer auch gesagt, boah, ich würde gerne auch so Motorradvideos machen und blablablub. Ja, und so fing es dann an. Und dann hatte ich quasi die Technik schon da. Ich hatte erst ein anderes Intercom und das hat dann mit meinem iPhone, mit der Audioaufnahme nicht funktioniert und so. Und dann habe ich mir dann jetzt das Szener geholt und da hat alles funktioniert. Und dann irgendwann, ja, dann war natürlich Corona und dann auch in der Familie eine etwas nicht so schöne Zeit. Und dann hatte man ein bisschen mehr Zeit übrig und dann, ich wollte einfach auch den Kopf ein bisschen frei bekommen. Und dann sagte meine Frau, ja, du wolltest doch immer mal solche Motovlogs machen und so. Ja, dann mach das doch jetzt. Jetzt hast du die perfekte Gelegenheit. Man darf sich sowieso mit keinem treffen, du hast die Zeit dafür. Ja, und so ist das Ganze jetzt quasi entstanden. Ja, jetzt ist ein Jahr später und jetzt guckt, was daraus bis jetzt schon geworden ist. Und ich bin darauf, ja, doch, ich kann schon sagen, dass ich darauf stolz bin. Bei Instagram wurde ich auch schon angeschrieben, ein oder andere Mal, dass ich auch schon gesehen wurde. Also da ist dann schon mal der 3 oder 4 Personen in meiner Umgebung, die mich tatsächlich doch auch öfters meine Videos gucken und mich dann auch auf Straße erkennen, also wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Ja, ich hoffe aber auch natürlich, dass ich hier Follower und Menschen anspreche. Also ich sehe das jetzt für mich persönlich so, die Art und Weise, die Videos, die ich mache. Also ich habe doch sehr junge Follower und ich habe aber auch welche, die sind in meinem Alter und teilweise auch älter. Und zwar, weil ich irgendwie so ein, von meiner Sprache, von den Art der Videos so ein Mix aus jung und alt mache. Ja, Späßchen kann man auch machen und jeder Motorradfahrer gibt auch schon mal ein bisschen Gas und so. Man sollte da mal Grenzen halten oder nicht so auf Videos festhalten, weil das ist ja auch eine Straftat, ne? Ja, ist halt, okay, das ist ja eigentlich ein anderes Thema, aber das sind so Sachen, also die habe ich nicht vor, auf meinem Kanal zu machen. Dafür bin ich ein ganz anderer Motovlogger. Also ich mag das auch. Ich habe ja zum Beispiel da die Nikoläuse verteilt zu Weihnachten. Sowas zum Beispiel. Und ich habe auch noch andere Ideen. Die möchte ich jetzt noch gar nicht verraten, aber es so langsam entwickeln sich Themen in meinem Kopf, die zu meinem Kanal passen könnten. Und ja, also das ist schon interessant, was das so mit einem auch macht. Also ein bisschen verändert man sich halt auch oder man verändert gewisse Sichtweisen. Ja, der zweite Positive ist, wenn ich Motovlog mache, dann rast man auch nicht so. Ist ja so, ne? Also ich fahre ja dann wirklich mehr so hier durch die City. Ich habe mal vor, nach Dänemark zum Autostrand zu fahren mit dem Motorrad und dann da eine Nacht zu verbringen, den Sonnenuntergang zu fotografieren, sowas. Und das sind so Dinge, da will ich euch auf jeden Fall mitnehmen. So, also jetzt gehört das mit der Kamera am Helm und das zu dokumentieren
und für euch zurechtzuschneiden. Das gehört für mich jetzt schon alles dazu. Ja, jetzt fahre ich hier schon wieder lang. Irgendwie, ja, also streckenmäßig habe ich heute gar keinen Plan. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Das ist schon heftig. Also da sind dann der ein oder andere, der dann echt meine Videos guckt. Und das ist schon, ja, das ist schon ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Wie die Wichser an der Hand. Wäre natürlich noch schöner, wenn es mehr geguckt wird, ne? Aber in erster Linie mache ich es ja. Oder nee, anfangs in erster Linie habe ich das ja so für mich gemacht, weil ich das cool fand, so Motovlogs zu machen. Und jetzt mittlerweile, wie heißt das? Kommuniziere ich ja mit euch da draußen oder ihr mit mir. Und manche Dinge entstehen dann einfach so. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder hier? So ein Scheiß hier. Ah, das ist ja Krötenwanderung oder was? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich auf YouTube mit meinem Kanal weiter so wachsen kann. Ich hoffe natürlich, dass die Corona-Lage auch irgendwann mal so ein bisschen abklingt und so. Und irgendwie habe ich sogar jetzt da, ich wurde ja schon öfters mal gefragt, ja, kann man sich mal treffen und so. Und ja, meistens auch von der jüngeren Fraktion. Vielleicht würde es ja dann nach der ganzen Corona-Zeit und ja gut, das wird sowieso alles noch dauern, aber ich mache trotzdem mir schon langsam Gedanken drüber, vielleicht schon mal so eine Art Abo-Treffen zu machen. Ich weiß, da kann ich noch lange drüber nachdenken, weil Corona macht sowieso einen Strich durch die Rechnung. Aber selbst wenn erstmal nur 5 Leute kommen, das sind 5 Leute, die meine Videos gucken. So, und da finde ich schon super. Natürlich wäre das geiler, wenn das auch Leute sind, die selber vielleicht irgendwas fahren, damit man so eine kleine Ausfahrt machen kann. Das wäre natürlich super perfekt, aber ich werde da niemanden benachteiligen, nur weil er selber nicht fährt. Und wenn der aus meiner Umgebung kommt und Bock drauf hat, also wenn da Bedarf bestehen sollte, dann wird man das schon hinkriegen. So, aber das dann erst so quasi nach der ganzen kritischen Corona-Zeit. Also was mich ja schon interessieren würde, wie viele hier so aus Rheinberg, Moers und der ganzen Umgebung oder überhaupt etwas näheren Umgebung, wo auch halt mit Motorrad erreichbar ist oder, ne, wie viele davon von euch meine Abonnenten sind. Das würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht schreibt da mir mal oder schreibt uns in den Kommentaren. Das ist halt mein Jahr YouTube. Ich sag jetzt mal roundabout 40 Videos ungefähr. Ja, plus minus, ja gut, kann sein, dass vielleicht eins weniger ist oder eins mehr. Ist ja auch so manchmal, dann hast du mal 2-3 Wochen kein Video hochgeladen, weil entweder dann warst du mal im Urlaub oder hat einfach nicht gepasst. Und ne? Also ich habe jetzt nicht so diesen wöchentlichen Drang. Eigentlich habe ich schon, aber ich habe nicht immer die Zeit dafür, da was hochzuladen. Warum schleiche ich denn hier so? Also, wie seht ihr das? Habt ihr da echt Bock drauf, dass immer an einem bestimmten Tag in der Woche, also dass das so regelmäßige Abstände hat, ein Video hochzuladen oder so, wie ich das bisher gemacht habe, mehr oder weniger frei Schnauze? Ich achte schon, oder ich versuche ein bisschen drauf zu achten, dass ich relativ regelmäßig ein Video hochladen kann. Aber irgendwie, also bei mir funktioniert das auch beruflich schon manchmal nicht immer so. Und deswegen seid mir da nicht böse, wenn es dann nicht der Fall ist oder nicht immer. Ja, das ist auch so ein Ding. Also da fange ich auch schon langsam an, so drüber Gedanken zu machen, ob das sinnvoll ist, sich da so einen Tag rauszusuchen und eine Uhrzeit. Das haben ja manche so, ne? So, aber ich muss auch nicht immer mit dem Strom schwimmen. aber für den YouTube-Algorithmus wäre es wahrscheinlich besser. Also ich kann euch Danke sagen dafür, dass ihr jetzt quasi, oder einige von euch gucken ja schon fast ein Jahr meine Videos. Und auch die etwas größeren YouTube-Kollegen, die ich vorhin schon genannt habe. Und ich glaube, ich habe auch den einen oder anderen vergessen. Ist ja immer so, ja, ich fahre jetzt raus. Ich habe so ein Grundthema, so, aber ich gehe halt vorher nie so hundertprozentig durch, was ich dann sagen will. Das entwickelt sich so ein bisschen, ne? Und dann kommt da doch schon mal vor, dass ich mal was oder jemanden oder irgendwas vergesse. Ja, dann ist das eben so. Oh, ist aber Wasser ganz schön stark zurückgegangen, ne, Leute? Also vor, ja, warte mal, letzte Woche war schönes Wetter. Davor war die Woche mit dem Schneechaos. Und davor stand das Wasser bis da oben am Deich. Leute, das war krass. Das war irgendwie fast 10 Meter überm, ja, also 10 Meter. Ihr habt da am Rand immer diese Metermarke, wie hoch das Wasser gerade ist. Und da stand irgendwas mit 10 Meter oder 9,8 oder so. Ja, hier fahre ich einfach gerne hin. Und dann kann man da so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen rumchillen. Hat man da so ein bisschen Kies, wie so eine Art Strand, könnte man schon sagen. Ja, der Strand ist da hinten eigentlich, aber da ist immer so viel los. Mag ich alles nicht so. Aber ich werde mein Motorrad jetzt mal hier drehen, dann mache ich hier mein Thumbnail. Und, aber es gibt noch etwas, das könnte ich ja jetzt hier zum Abschluss quasi machen. Und zwar
Ich habe ja noch gesagt, bei dem 100 Abonnenten-Video, dass ich ja quasi noch was verlosen will. Ja, kann man das so sagen? Verlosen? Ja. Auf jeden Fall eine Überraschung. Und ich hatte mir damals dann schon gedacht, okay, das kannst du ja jetzt quasi mit dem ein Jahr verbinden, weil mir das dann auch zufällig quasi so in den Sinn kam. Und zwar, ich habe das jetzt gar nicht dabei, aber ich blende das dann gleich im Video ein. Müssen wir eben schauen, ob der überhaupt noch aufnimmt. Und zwar habe ich, oder verlose ich, einen geplotterten Aufkleber, so wie ihr den hier unten seht. Diesen hier, der ist etwas größer. Dann habe ich eine Handyhülle, die ist für ein iPhone XS, die ist fertig. Also wenn jetzt jemand zufällig das iPhone XS hat und das gewinnt, wäre das natürlich für mich perfekt. Die ist nämlich neu, ich habe nämlich ein ganz anderes iPhone, war fälschlich bestellt. Die ist quasi über, aber neu und unbenutzt. Wenn du natürlich jetzt ein anderes Handy hast, dann lasse ich das extra für dich herstellen, gar kein Problem. So ein Pin, den man sich entweder im Rucksack macht, ihr kennt das, ne? Solche, diese runden Teile mit dieser Nadel hinten dran. Die drei Sachen, die verlose ich an einen von euch. Dann sage ich mal, geht das einen Monat bis zum 30.04. Da ich ja noch nicht so viele Follower habe und so viele Leute, die in so kurzer Zeit meine Videos sehen. Ihr müsst auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Das Video hier auf jeden Fall liken. Und ich weiß nicht, was denke ich mir denn aus als Hashtag unten drunter? Ja, schreibt einfach Hashtag Scorpedius. Und dann werde ich unter den Leuten, oh, jetzt stellt er sich da hin. Muss das jetzt sein? Ja, egal. Unter einen von euch, die das gemacht haben, verlose ich dann die drei Sachen, die ich eben eingeblendet habe und aufgezählt habe. Und das war es dann für heute. Das war mein einjähriges YouTube-Bestehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich laufe hier noch so ein bisschen rum und gucke. Ey, Leute, blüht schon, ne? Ja, und nächste Woche ist wahrscheinlich wieder Schnee, oder? Egal. Wir sehen uns dann bald wieder, Leute. Und haut rein.